Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind immer noch auf Kashyyyk. Wir arbeiten uns unseren Weg nach oben in den Gipfel des Baumes, Baumwipfel, in die Krone des Baumes, sagen wir es so, vor. Wir haben den Doppelsprung erlernt. Wir haben nochmal eine Erinnerung gehabt vom Kerl und Reflexion. Und jetzt geht's weiter. Wir können uns das Ganze gerne nochmal angucken auf der Karte. Es ist nach oben. Also wir müssen nach oben kommen. Und da ist der Gipfel. Das heißt, wir sind hier schon mal relativ gut. Und müssen uns unseren Weg hier weiter nach oben schlagen. So. Jetzt haben wir uns die Liane hergeholt. Und schau mal, ob wir den Sprung schaffen. So. Und oben sind wir. Hat im ersten Moment schwieriger gewirkt, als es dann war. Weil tatsächlich diese Lungenpflanzen, boah, ich müsste nochmal nachschauen, wie die heißen. Oh je. Was ist los mit dir? Und weg ist er. Ja, diese Lungenpflanzen uns sogar relativ gut zielgerichtet geschleudert haben. Können wir ihm helfen? Oha. Komm her. Sehr gut, jetzt haben wir uns um die gekümmert. Da ist wieder ein Machtecho. Torful, alter Freund, jetzt begreife ich. Der Baum verbindet den Kern des Planeten mit dem Himmel. Das war die Stimme von Cordova und das war quasi die Erinnerung, wo er hier mit dem Tarful unterwegs war. Und so wie es ausschaut, ist das unser einziger Weg. Und wir können hier anscheinend hochklettern. Das ist schon mal ein mächtiger Baum. Puh. Also das ist echt ein majestätisches Bild, würde ich sagen. Auch da, wie das Licht reinfällt und... Gut gemacht, gut gemacht. Gefällt mir. So. Jetzt sind wir hier. Hier hinten scheint es nicht weiter zu gehen. Da drüben ist noch ein Machtecho. Da können wir wahrscheinlich über den Ast da drüben hingehen. Und da müssen wir jetzt anscheinend wahrscheinlich hier rüberspringen. Oha. Gut, da habe ich jetzt nicht steuern können. Das hat uns automatisch hierher geschleudert, was nicht schlecht war. Dann marschieren wir hier mal rüber zu der Kiste und dann zu dem Machtecho. Und versuchen nicht zu fallen, weil auch wenn wir ein Jedi sind, sollte das auch langsam tödlich werden. Oh, du hast was gefunden. Neues Poncho-Material, freies Kashyyyk. Oh, der ist braun. In verschiedenen Brauntönen mit Leder. Schauen wir uns den mal an. Oha. Und der hat dieses Flugwesen über der Sonne drauf, oder? Ich glaube, den lassen wir jetzt an, weil der ist schön. Okay. Das ist von einem Wookie, der den Baum erkletterte. Eine Art Test.
Dann geht's jetzt hier weiter. Genau, hier sind wir ja vorhin angekommen. Und da drüben scheint es weiterzugehen. Also da schwingt dieser große Baumstamm. Und es schaut so aus, als wären da Ranken, an denen wir dann klettern können. Und wir haben auf jeden Fall jetzt mal diese Liane. Und dann schauen wir mal, dass wir hier rüberkommen. Yes, es hat funktioniert. Wir können hier hoch. Ist hier irgendwas? Na, da sitzt irgendein kleines Wesen auf dem Ast und chillt. Okay. Dann können wir hier weiter und da sind wieder Lianen, das sollten wir wieder klettern können. Der Krieg endete hier nie. Alles, was wir getan haben, hatte es Bedeutung? So. Und wo geht's jetzt weiter? Bitte? Müssen wir da wieder runter? Nein. Nicht vorstellen. Da drüben kommen wir her. Geht's irgendwo weiter nach oben? Und ich sehe es einfach gerade nur nicht. Wow. Jetzt hat mich das Spiel. Ah. Da ist eine Liane. Dann schwingen wir mal weiter. Oh. Und da sind wieder Ranken. Sehr gut. Und drüben sind wir. Und da scheint wieder ein Ort zum Meditieren zu sein. Yes. Wir haben jetzt nur einen Fähigkeitenpunkt. Unsere Energie und Stims sind voll, also müssen wir hier jetzt nichts machen. Ich habe ihn jetzt einfach nur aktiviert. Oha. Das macht Echo. Er könnte der Letzte seiner Art sein. Okay. Da können wir an der Wand laufen. Und da können wir an der Wand laufen und da. Und wir müssen an Höhe gewinnen. Das heißt, ich denke mal, wenn wir von einem Lauf zum nächsten springen, müssen wir den Doppelsprung einsetzen, um nochmal ein bisschen Höhe zu gewinnen, um darüber zu kommen. Weil das ist der einzige Weg, der sich jetzt uns gerade auftut. Und wird auch hier so angezeigt. Also probieren wir unser Glück. Nein. Dann probieren wir es nochmal. Oh, jetzt sind wir nicht weit genug gekommen. Ei, ei, ei. Jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt nochmal darüber. Und ja. Puh. Also hier kommt es deutlich aufs Timing an. Deutlich. Oh je, da liegt er. Springen wir mal runter zu ihm, ha? Naja, mal schauen, ob er friedlich ist. Wir müssen vorsichtig sein. Ich will ihn nicht verschrecken. Hey, alles okay?
Wir wollen dir nichts tun. Wir sind Freunde, ja? Freunde. Alles gut. Oh je. Ein Teil des Schiffs der 9. Schwester. Wir müssen ihn entfernen. Das tut jetzt weh, okay? Tut mir leid. Danke, Billy. Und ein Stim rein. Das war's. Wow. Ja, es war das Mindeste. Oha. Wir haben einen neuen Freund gefunden. Sehr schön. Schauen wir uns mal hier um. Da oben ist noch eine Kiste. Oh, und der Score wieder im Hintergrund. Oh, das ist so schön. So. Da kommen wir einfach hoch. Fall nicht zurück. Hey, BD, was ist das? Oh, du hast was gefunden. Neue Mantis-Legion. Nie war ein Ausblick schöner als auf dem Wipfel dieses Baumes. Sehr schön. Auf jeden Fall. Also es ist mit sehr, sehr, sehr viel Liebe gestaltet, das Ganze. Okay. Da oben kommen wir her. Und das scheint jetzt der einzige Weg zu sein, auf dem wir weitergehen können. Wo der große Vogel sitzt. Ist das ein Vogel? Könnte auch irgendwie so eine fliegende Eidechse oder so sein. Oder wir würden sagen, ein Flugdinosaurier, aber... Du nimmst uns mit? Praktisch. Wow. Schaut euch das mal an. Da unten ist die Raffinerie. Da haben wir gekämpft. Und sind jetzt so weit marschiert. Puh. Gut. Dann fliegen wir mal mit ihm. Oder ihr. So viel hat das Imperium noch nicht angerührt. Da wirkt das alles gleich so friedlich alles. Ja, ich wollte jetzt da nicht reinreden, weil es war jetzt einfach wunderschön. Also Grafik und was Worldbuilding angeht, wahnsinnig gutes Spiel. Ah. Da haben wir eine Werkbank oder was ist das? Neue Lichtschwerthülse erhalten. Da haben wir immer noch unsere gleichen Farben. Leidenschaft und Stärke. Pflicht und Entschlossenheit. Da hat sich jetzt nicht wirklich viel geändert, würde ich jetzt sagen. Und ich würde echt sagen, wir bleiben einfach bei dem, was wir haben. Ja. Und marschieren weiter.
Suchst du was? Endlich habe ich es gefunden. Das Astrium. Wie Sepho-Weise es vor Jahrtausenden benutzt haben. Hier in meiner Hand ruht ein Teil galaktischer Geschichte. Oh, dafür kann ich Tarful niemals genug danken. Weißt du, was das bedeutet, mein Freund? Wir müssen nicht zurück nach Datomir. Die Dunkelheit hat jeden Versuch vereitelt, das Astrium in Kujets Grab zu finden. Aber die Macht... Die Macht bereitet uns einen neuen Pfad. Kujets Grab. Okay, dann fasse ich jetzt mal zusammen. Hier oben scheinen auch die Sepho gewesen zu sein. Und hier war ein Astrium drin. Und das ist anscheinend das Relikt, das wir brauchen, um auf Bogano das Grab freizuschalten. Und in Datomir, auf Datomir, in dem Grab, müsste noch ein Astrium sein. Und da hatte er die Probleme, dass er nicht hingekommen ist, weil die dunkle Seite so stark war. Und die dunkle Seite hat jegliche Versuche vereitelt, an das Astrium dort zu kommen. Ja. Ja gut, wir wissen ja auch, dass Datomir ein Ort ist oder ein Planet ist, wo die dunkle Seite sehr stark ist. Also ich weiß es, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Aber Datomir ist von Natur auf eher ein bisschen dunkler geprägt. Genauso wie die Bewohner. Also es gab ja, es gibt Menschen, die auf Datomir gelebt haben, aber die Hauptbewohner waren ja die Zabrak oder Sabrak, je nachdem wie man es ausspricht, und Darth Maul war einer oder ist einer, war einer, je nachdem wo du dich jetzt gerade im zeitlichen Verlauf befindest, lebt er noch oder lebt er eben nicht, und der war, ist ein Sabrak, und ja, also können wir da einiges erwarten, glaube ich mal. Ich weiß nicht, wie da jetzt der Zustand war auf Datomir. Ich weiß, dass das irgendwann einmal die ziemlich ausgerottet wurden oder nahezu ausgerottet wurden oder zumindest sehr, also denen ist ein ähnliches Schicksal wie den Wookies passiert. Dass es einfach nicht mehr viele gibt von den Sabrak. Und dann schauen wir uns das mal an. Einen Fähigkeitenpunkt haben wir noch. Fürs Doppellichtschwert die verzögerte Combo würde ich jetzt allerdings sparen wollen. Heilen hätte ich mich noch können. Und dann geht's direkt weiter. Klettere auf den Ursprungsbaum. Ziel erreicht. Da ist wieder eine Plattform und da wartet der Gute auf uns. So. Ist hier noch irgendwas, bevor wir hier abhauen? Nein. Passt. Dann. Na, du Großer. Was zum... Wow. Wieder. Du schadest niemandem mehr. Ich weiß gar nicht, warum die zweite Schwester dich für so wichtig hält. Sie mag Souvenirs, aber Erinnerungen sind mir egal. Und ganz ehrlich, du bist meine Zeit nicht wert. Also machen wir schnell. Okay. Also, es ist keine einfache Rückreise und jetzt dürfen uns der neunten Schwester entgegentreten. Okay. Also. Ich hätte auch Angst vor mir. Okay, also bis jetzt macht sie relativ häufig dasselbe.
Und jetzt hat es uns wieder mit dem Machtschub erwischt. Nur ein Kratzer! Oh je. Okay, also sie macht nur normale Kombinationen aktuell. Und da macht sie immer wieder ihren Sprungangriff. Nicht schlecht für Abfall. Und für einen Jedi? Ist doch das Gleiche. Noch besser. Ja. Also man muss schon sagen, du bist echt. Echt eine Zuckerschnecke. Wow. Hier oben. Also die hasst uns Jedi doch sehr deutlich, würde ich mal behaupten. Ja, gut, tun aber alle. Aber nein, ich bin nicht weit genug weggekommen. Mist, Mist, Mist. Ah, okay. Das war gar nicht. Ha! Jetzt hast du Schaden bekommen. Wow. Okay, also. Hilf mir bitte! Nein! Falsches Timing im Heilen. Ha! Okay, also jetzt kommen auch ihre Kombinationen. Dass sie erst einen unblockbaren Angriff macht und danach noch eine Kombination raushaut. Anstatt dass sie eine Kombination beendet mit einem unblockbaren Angriff. Sehr schön. Jetzt macht sie die ganze Zeit dasselbe. Ich hatte gedacht, du würdest einen besseren Kampf liefern. Hilf mir bitte. Jetzt stürmt sie wieder an. Wow. Da muss ich das Timing noch rausfinden. Und zwar weg. Wow, wow, wow. Jetzt meint sie es wirklich ernst. Oha. Nein. So, jetzt nicht das Hudeln anfangen. Konzentration! Konzentration! Nicht mit mir! Das war gar nicht. Oha. Jetzt haben wir dich. Oh, hier ist es zart. Springen hätte ich hier müssen. Oh je, wir haben keine Stims mehr. Wir haben keine Stims mehr. Nein, nein. Bitte, bitte, bitte. Ich brauche nur noch einen Hit bei dir. Bitte, bitte, bitte. Nein.
Okay. Die ist echt nicht zu leicht. Wow. Also die ist echt zäh. Okay, jetzt kommt es dann zu einem Rückkampf. Aufgrund der Länge der Folge würde ich jetzt allerdings sagen, ich mache jetzt hier nochmal einen Cut. Den Rückkampf seht ihr dann in der nächsten Folge. Und hoffentlich besiegen wir sie dann. Hab mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Würde mich auch freuen, wenn wir uns weiterhin sehen würden mit den nächsten Folgen, die kommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall bis dahin alles Gute. Passt auf euch auf und möge die Macht mit euch sein.